Wir sind endlich angekommen. Angekommen, genau. Wir sind die romantische Straße bis Augsburg gefahren und haben gedacht, man könnte sie auch eigentlich umbenennen in Industriekultur. Weder die Dörfer noch die Randgebiete der Städte und die Straßenführung hat uns jetzt geflasht. Da haben wir schon wesentlich schönere Strecken gesehen und die Stellplätze waren dann auch in dem hinteren Stück, was wir jetzt gefahren sind, relativ rar. Also habe ich einen Stellplatz ausgesucht, habe den dann in Google Maps eingegeben, habe gesagt, vergesst da Deutsch, romantische Straße. Ich muss sagen, die ist super beschrieben. Du hast an jeder Ecke ein Schild, also im Gegensatz zur Alpenstraße, du kannst eigentlich Abzweigungen nicht verfehlen, das ist top ausgeschildert, sogar in Japanisch. Aber dann sind wir eben runtergefahren, ohne Autobahn, über Dörfer, Hügel, Wälder. Das war eine richtig schöne Strecke. Wir haben aber von Füssen bis hier über 4 Stunden gebraucht, ohne großen Stopp. Höchstens mal zum Pipi machen oder Äpfelbäume bestaunen. Ja, also das war jetzt nett umschrieben. Ich hatte Hunger. Und jetzt sind wir angekommen in Harburg. Auf dem Stellplatz an der Burg. Ein schlichter, einfacher Stellplatz, den wir euch gleich auch zeigen werden. Ich denke mal, hier wird man sehr ruhig stehen. Man hat eine tolle Sicht auf der Burg, aber alles andere zeige ich euch gleich, wenn ich noch ein paar Schritte gehe. Fazit des Tages, der war scheiße. Ja. Ich habe Alfred genervt. Alfred hat mich nicht genervt. Ich bin unschuldig. Ich habe irgendwie, ich sehe keine Berge. Ich habe zwischen ihr und ihr vermittelt. Ja, ich habe den Flash gehabt, ich sehe keine Berge mehr. Und ich habe mich da so drauf versteift, dass wir das einmal komplett fahren, ne? Die Alpenstraße, weil die uns so gut gefallen hat. Ja, aber dafür sind wir, her, wie viel wird denn her? Ja, wir sind auch zu lang an den Plätzen stehen geblieben, das war uns ja klar. Aber es macht keinen Sinn. Morgen Nachmittag sollte es in unserem nächsten Bad Tölz, hatten wir uns angeguckt, auch in Bern, in Übersee, ne, Übersee oder auch irgendwo am Chiemsee, soll es regnen. Bis Donnerstag mit Starkgewitter und mit Gewitter und Starkregen von abends an den ganzen Tag durch, um dann irgendwo abseits auf dem Campingplatz für 40 Ocken zu stehen. Haben wir gesagt, such mal irgendwo, wo es nicht regnet oder wo es nur einen Tag regnet. Sind jetzt auf dem Weg zum Main und werden auch morgen von hier Richtung Main nach Kitzingen direkt durchfahren. Vielleicht hängen wir auch nur einen Tag hier dran. Das sehe ich gleich, wenn ich mal meine Runde gedreht habe. Auf jeden Fall war das ein Tag, der kommt unter vergessen was. Lebenserfahrung. Die Laune ist wieder da. Ich gehe jetzt meine Runde und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Okay. Und für ihn ist sie in Ordnung, wenn ich gleich weg bin, weil ich habe ihn so genervt, der ist froh, wenn ich gehe. Happy wife, happy life. Ist das Wife nervös? Ist der Mann ihr böse? Alles klar, bis später. Ciao. Da stehen wir. Das ist der Stellplatz. Platz für 5 Wohnmobile. Unterhalb der Burg Hartung. Auf einem festen, geschotterten Untergrund. Und geraden Platz. Gerade. Wir haben keine Keile drauf. Die Plätze sind durchnummeriert. Es gibt immer zu den Plätzen entsprechend Stromsäulen. Der Clou: Deckel auf, Stecker frei, kostenfrei. Denn der Strom ist inklusive der 8 Euro Stellplatzgebühren, die ihr hier entsprechend entrichten müsst, könnt und dürft. Ich zeige euch, wie das geht und dann drehen wir eine kleine Runde. Der Bereich der Wohnmobile ist hier am hinteren Rand ausgewiesen über die Parkplatzschilder für das Wohnmobil. Hinter dem Platz, für die, die es machen und Kugeln mit haben, gibt es noch ein Boulefeld. Dort könnt ihr Boule spielen. Für die Ungeübten gibt es auch hier einen Kasten mit den Spielregeln.
wer die Sitzbänke und den Picknicktisch anderweitig nutzen möchte, kann das natürlich gerne machen. Der Platz verfügt über keinerlei Entsorgungsmöglichkeiten. Ihr könnt hier also kein Grauwasser oder eure Chemietoilette entsorgen, auch nicht den Müll. Bitte diesen wieder mitnehmen und anderweitig an anderer Stelle, die diese Vorrichtungen haben, entsorgen. Ganz schnucklig finde ich, wenn man hier den Hang hochgeht, hier oben die süße Liegewiese. Ich stehe ja auf die Dinger, ne? Holzliege, meine ich. Ich stehe auf den Dingern. Vielleicht werde ich mich gleich noch dahinsetzen. Ansonsten steht ihr völlig im Grünen. Was es gibt, solltet ihr zufälligerweise Dosen, Glas oder Altkleider zu entsorgen haben, das könnt ihr hier in den Containern, die neben dem Platz stehen. Und hier haben wir noch mal kurz die Container. Eine schöne Abendsonne. Und ihr habt hier zwei Möglichkeiten zu zahlen. Einmal über den Parkscheinautomaten. Hier gilt das 24-Stunden-Prinzip. Oder über die Parkster-App. Solltet ihr die App nicht installiert haben, was ich nämlich immer noch nicht hatte, könnt ihr auch den Code hier scannen und ganz einfach dann den Link erhalten und euch dort anmelden. Ist völlig kostenfrei und da die App fast überall euch begegnet, macht es vielleicht Sinn. Jetzt zeige ich euch noch den Parkscheinautomaten. Der ist da unten. Nochmal ein kurzer Blick zurück. So sieht's aus. So echt schnuckelig. Jetzt sind wir auch schon fast am Automaten. Solltet ihr Kinder mit haben, befindet sich auch dahinter wohl ein Spielplatz oder der Weg zum Spielplatz. Aber das sehen wir gleich. Hier gibt's auch einen Märchenwald, habe ich gehört. Aber so weit sind wir noch nicht. Hier ist der Parkscheinautomat. Ihr könnt hier nur in Münzen bezahlen. Also ganz wichtig, kein anderer Schlitz für irgendwas anderes. Die Anleitung führt euch hier über das Menü, wie ihr zu zahlen habt. Den Schein hängt ihr dann sichtbar bitte in euer Wohnmobil aus. Hier steht es auch nochmal. Parkgebühr, Wohnmobil. Geldeinwurf, gelben Wohnmobilknopf drücken, 8 Euro, Tag, Mindestgebühr 8 Euro. Wie lange ihr hier stehen dürft, steht hier nicht. Ah, 7 Tage, ich habe es gefunden. Alles klar, sollte es Probleme geben, gibt es hier, wenn ihr mit der App zahlt, auch wieder die Hotline-Nummer. Alles andere weiß ich nicht. Schauen wir mal, was wir noch hier haben. Wir haben hier direkt daneben noch einen Infokasten, wo ihr einen Ortsplan, interessantes zu Harburg, Harburg-Schwaben wohl angemerkt, und ein Verzeichnis nochmal von Firmen, die hier ihre Werbung aushängen. Wir sehen hier, wir stehen da. Der Ort befindet sich eigentlich unten und ich habe mir gerade schon sagen lassen, es geht 1 Kilometer steil den Berg hinauf. Schauen wir mal, ob meine Kondition noch da ist. Was haben wir hier? Hier ist der Märchenweg. Da geht es runter zum Spielplatz. Guckt mal, da sitzt der Froschkönig. Da haben wir den Ort. Wie es nicht zur Abendstunde aussieht, das sieht ja echt nett aus. Und es scheint wohl auch Burgführungen zu geben. Möglichkeiten zu essen, Wandermöglichkeiten, ist alles hier beschrieben, könnt ihr euch bestens informieren. Es gibt ja auch Broschüren zum Märchenweg, die hängen hier dann in dem Schaukasten aus. Hier ist auch noch mal eine Tafel dazu. Ach,
ein schöner, netter, kleiner Kastenwagen. Hier geht es dann auch, da ist der Stellplatz, direkt zum Schloss. In dem Schloss gibt es Burgführungen, ein Hotel und eine Gaststätte. Und ratet mal, was heute ist. Wir haben nämlich noch nicht eingekauft. Montag, Ruhetag. Ist das nicht schön? Überall gibt es diese Handarbeitsflecken, die überall hier angebracht sind. Und da haben wir auch schon ein märchenhaftes Wesen. Rapunzel hat ihren Zopf aus dem Turm gehievt. Mal, wenn das mal gut geht, der reicht nicht bis unten. Da muss der arme Ritter aber ganz schön springen. Und da haben wir auch schon den Wolf und die sieben Geißlein. Mäh! Also ich habe mir gerade die Speisekarte angeguckt und ich möchte euch jetzt nicht sagen, dass ich mich freue, dass die heute zu haben. Ne? Sehr moderate Preise. Und genau das, was ich die ganze Zeit essen wollte, steht auch im Plan. Vielleicht. Hat seine rostige Rasselkette vergessen. Das Schloss kann von März bis Anfang November von 10 bis 17 Uhr besichtigt werden und kostet 3,50 €. Nimmt man an einer Führung teil, 5 für Kinder jeweils 2,50 €. Echt nett. Hier haben wir das Hotel mit dem Restaurant, der Diebturm, den Biergarten und ein wunderschönes Schloss. Herrlicher Wehrgang. Unwegsamer Burgplatz, aber rundum eine tolle Kulisse. So, da haben wir noch den Rosengarten. Und da, wo ich jetzt rumwandle, ihr könnt hier auf den Hof bis 21 Uhr. Ist für Nixe. Könnt ihr einfach so rein, kostet nichts, außer ein paar Schritte. Überall versteckt ein paar nette Kleinode. Burgladen, wo ihr die Tickets erwerben könnt und mit Sicherheit das ein oder andere Andenken zu dieser Location. Das ist der Faulturm. Ich glaube, da war es nicht gemütlich drin. Und für die, die ihre Münzautomaten lieben, haben wir hier auch einen Münzautomaten. Es gibt noch eine Schlosskirche und eine Aussichtsplattform, die aber jetzt geschlossen ist.
geschlagen hat es 19 Uhr. Ich fühle mir auf dem Kopf, was mache ich nur? Das steht hier mitten am Weg. Ist das nicht süß? Das ist der Weg zur Stadt von der Burg aus. Ihr könnt auch andersrum hinten am Stellplatz vorbeigehen. Ich nehme jetzt den. Hier unten haben wir dann auch nochmal die Übernachtungsmöglichkeit für Wohnmobile, wo ihr euer Mobil abstellen könnt. Von hier habt ihr auch den Blick auf die Burg, steht aber hier an der Hauptstraße im Ort. Ist auch Bestandteil der romantischen Straße, wie ich gerade feststellen musste, irgendwie back to the roots. Aber da steht ihr auch richtig idyllisch vom Ausblick her. Ich denke mal, alles was größer als ein Kastenwagen ist, wäre nicht so praktisch. Thank you.